Moin moin Ziehkrautsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play hier auf eurem Ziehkrautskanal. Heute mal unterwegs mit der Orangé, eine Runde, die ich noch gespielt habe und zwar in der Testphase, also vor dem Abzugang der französischen Zerstörer. Die sind ja nun bald für alle verfügbar hier im Spiel, deswegen denke ich mal noch eine ganz interessante Runde, die ich hier gedreht habe und die schauen wir uns hier heute gemeinsam mal an. Zunächst fahre ich erstmal rein ins offene Gewässer. Wir haben hier nicht viele Verbrauchsmaterialien, also speziell Nebel, wo wir uns hier drin zurückziehen können. Wir haben hier nur unseren speziellen Motorboost. Deswegen nicht zu nah an die Insel vorne ranfahren, um nicht vom Gegner überrascht zu werden, falls da einer um die Ecke rumguckt. Also Jutland, Asashi, Akatsuki, das sind unsere Zerstörergegner. Ein U-Boot ist mit dabei. Dann haben wir noch drei gegnerische Kreuzer und fünf Schlachtschiffe. Das sind unsere potenziellen Ziele. Zum Glück kein Flugzeugträger, der uns hier irgendwie spotten könnte. Schon mal vorteilhaft für uns. So, bislang noch kein Gegner, auf dem unsere Torpedos werfen können und kaum sage ich es, geht die Umono auf. So, gleich mal anvisieren und die erste Torpedosalve gleich mal rausschicken. Wir haben hier drei Torpedowerfer, wobei wir nur zwei auf eine Seite abwerfen können und ein Torpedowerfer auf die andere Seite werfen können. Ihr seht schon, drei Torpedos je Salve gehen ins Wasser und die Umono, die wurde hier schon mal richtig hart getroffen. Also könnten unsere Torpedos vielleicht da schon nutzlos sein. Aber vielleicht fährt die North Carolina rein, mal sehen, der hat einen auch ganz guten Kurs. Und ich blende euch mal hier meine Skillung ein, die ich hier auf der Orangé gefahren bin. Ansonsten gibt es noch zur Kassar, also dem Tier 10 Schiff, eine Schiffseinweisung von mir. Da gerne mal rein schon als Hinweis für euch. Da erkläre ich noch die ganzen Skillungen, gehe die einmal durch und da könnt ihr euch vielleicht ein paar Anregungen zu abholen. Ja, Besonderheit bei den französischen neuen Zerstörern sind die Torpedos und zwar haben die einen abnehmenden Schaden. Was heißt das? Also der Schaden ist sehr hoch und zwar beträgt er hier 23.400, aber nur innerhalb der ersten 7 Kilometer, wenn man da ein Schiff treffen. Danach nimmt der Schaden ab und da treffen wir leider nicht die Umono, aber den segnet es auch gleich hier. Das zeitliche, genauso ist auch Algerie, fackelt den hier ab. Unsere Torpedos sind hier leider ausgelaufen. Also wie gesagt, die Torpedos haben einen abnehmenden Schaden, also nur innerhalb der ersten 7 Kilometer entfachen die den vollen Schaden. Danach reduziert sich der immer weiter runter. Ich blende euch dazu einfach mal eine Grafik ein. Da seht ihr das, die Aufteilung vom Tier 7 bis zum Tier 10 Schiff für normale Torpedos und für die erforschbaren Torpedos. So, unser Ziel ist es jetzt, in die Seite der Schlachtschiffe hier reinzukommen, um natürlich hier eine relativ breite Angriffsfläche mit unseren Torpedos zu haben. Die North Carolina ist ein potenziell gutes Ziel, also Torpedos wieder raus. Ihr seht schon, Nachladezeit knapp 1 Minute 30 hier mit meiner Skillung. Und jetzt zünden wir das erste Mal den Motorboost. Unsere normale Geschwindigkeit ist nicht sonderlich hoch, aber mit Flagge und mit Motorboost, da geht es dann richtig ab. Da haben wir dann für knapp 1 Minute 30 dann eine richtig gute Geschwindigkeit und kommen damit auf über 40 Knoten. Wir versuchen hier noch weiter in die Seite reinzukommen und sehen, da vorne ist eine Lenin. Die schießt hier gerade nicht auf uns, beziehungsweise zielt hier nicht auf uns. Dementsprechend werden wir sie einfach mal beschießen, um ihr natürlich ein bisschen Schaden zu machen. Ja, das können wir uns in dieser Situation erlauben. Wir bauen hier ein bisschen Distanz auf, sehen, die Lenin, die zielt jetzt auch auf uns. Dementsprechend noch ein bisschen mehr Distanz aufbauen. Wir arbeiten mit unserer Geschwindigkeit und hoffen, dass wir hier, wenn sie auf uns schießt, nicht getroffen werden. Warum schießen wir hier eigentlich? Wir schießen, weil wir hier alle Gegner entdeckt haben und wir, ja, das Ganze kalkulieren können, also das Risiko kalkulieren können. Wir wissen, außer den Schlachtschiffen deckt uns hier keiner auf, wobei uns die Lenin hier ganz gut getroffen hat. Aber währenddessen haben wir auch einen Torpedotreffer da vorne auf die North Carolina gelandet. Ganz wichtig, der hat einen Flooding und den können wir hier an der Stelle gleich rausnehmen und versenken. So, somit sieht es auf unserer Seite schon mal ganz gut aus. Und kaum sage ich es, wird unsere Kosek hier versenkt, also von uns zwei Schiffe weg. Leider zwei Zerstörer, Kosek und Shiratsuyu, auf der genischen Seite North Carolina und Umono. Die haben wir ja beide auf unserer Seite erledigt. So, da kommen die Granaten angeflogen. Wir versuchen zu beschleunigen, nicht ganz so viel mitnehmen. Schmales Profil zeigen und da sind wir erstmal wieder zu. Also die Lenin musste hier erstmal abdrehen. Die haben wir so ein bisschen rausgenommen hier aus dem Gefecht. Denk mal, konnten wir für ein bisschen Entlastung, ja, für unsere Leute hier sorgen. Und schicken vielleicht einfach mal ein paar Torpedos hin. Ihr seht schon, die Lenin dreht aber selber hier auch ab. Dementsprechend müssen wir mal gucken, ob sich das Ganze hier lohnt, da Haupttorpedos reinzuschmeißen. Oder ob wir nicht lieber die Bismarck als nächstes Ziel auswählen. Aber auch der dreht hier ab. Ja, wir haben leider nur begrenzte Reichweite mit unseren 12 Kilometer Torpedos. Und wir wissen, die machen halt nicht den vollen Schaden. Aktuell noch keine 20.000 auf der Uhr. Währenddessen auf der anderen Seite aber auch eine West Virginia hier untergegangen ist und jetzt erledigt es bei uns die Charnos 43 durch die Asashio.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Auf der anderen Seite, ja, ziemlich viel Rot noch unterwegs. Da müssen wir gucken, dass bei den Feldern G und H1 und 2 nicht unsere Leute hier gleich alle hintereinander versenkt werden. Der Gegner hat auch noch drei Caps dazu. Wir haben nur unseren Home-Cap, den A-Cap. Sieht hier alles gerade noch nicht so souverän aus, aber auf jeden Fall noch nicht irgendwie, dass eine Seite hier einen großen Vorteil hätte, gewonnen oder verloren, ist hier auf jeden Fall noch gar nichts. Also orientieren wir uns erstmal Richtung Mitte und versuchen hier mal ein Cap mitzunehmen. Wäre ja vielleicht ganz sinnvoll, auch wenn unsere Leute hier ein bisschen unterstützen würden. Ihr seht schon, da Algerie, Andalusia, glaube ich, ist da oben noch unterwegs. Genau, die könnten doch mal Richtung C-Cap reinfahren. Die Algerie macht es auch gerade, währenddessen ein Nagato ohne Bayar jetzt bei uns rausgeht. Also jetzt rappelt es bei uns ganz schön. Jetzt sind wir hier zwei Schiffe zurück. Also müssen wir auf jeden Fall irgendwas hier machen. Torpedos erstmal hier reingejagt, in Hoffnung, dass wir da irgendwas treffen. Und es heißt es erstmal ein Cap erobern. Wir dürfen in dieser Phase natürlich nicht zu viele Punkte hier liegen lassen. Wenn noch ein, zwei Schiffe auf unserer Seite rausgehen, kann es dann mal ganz schnell mit dieser Runde gewesen sein. So, Jutland da vorne Low HP. Der muss auf jeden Fall raus, ganz wichtig. Das wird auch geschafft. Algerie nimmt Jutland raus und unsere Massachusetts nimmt die Shanos 43 raus. Da sieht es doch schon ein bisschen ausgeglichener aus. Bismarck da vorne dreht leider raus. Mal gucken, ob da vielleicht dann doch noch ein Torpedo trifft. Ja, winkelt sich da an, hat ein schmales Profil. Mal sehen, vielleicht können wir da irgendeinen Torpedotreffer noch landen. Wir schießen, sind verdeckt hinter der Insel. Ihr seht schon, da wird nicht auf uns gezielt. Also wieder, ja, sichere Fahrt. So, das habt ihr gerade gesehen, ein Torpedo hat getroffen und der hat gerade mal 8000 Schaden gemacht. Und das ist dann halt dann doch schon relativ wenig. Damals wieder mit diesen abnehmenden Schaden. Dann gibt es ja noch den Torpedoschutz. Und je nachdem, wo wir dann natürlich dann bei der Bismarck getroffen haben, ja, reduziert es dann noch unseren Schaden. Also 8000 von den ursprünglich versprochenen 23.400 ist dann natürlich ein bisschen sehr, sehr wenig. So, müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht zu viele Trefferpunkte verlieren. Aber die Bismarck ist einfach jetzt ein lukratives Ziel. Er hatte Flooding gehabt. Da möchte ich jetzt einfach nochmal einen Brand drauflegen. Das wäre natürlich gut, bevor der hier wegfährt. Ist natürlich eine Situation, wo wir sehr, sehr viel riskieren. Das ist mir durchaus bewusst. Aber manchmal sind es die Situationen, in denen man halt was riskieren muss. Brand ist drauf und der hat HI geschossen. Und ihr seht, wir haben einen Dreifachbrand. Und wir können hier gerade nicht unser Schadensbegrenzungsteam ziehen, weil den haben wir auf Wunsch schon mal gezogen. Ja, Dreifachbrand, total unglücklich natürlich. Jetzt sind wir so ein bisschen out of game. Ihr seht schon, unsere Punkte, unsere Trefferpunkte, die schmelzen gerade dahin. Und wir müssen abwarten, sehnlichst abwarten, dass wir den zünden können unter 1000 Trefferpunkte. Ja, was haben wir auf der anderen Seite noch? Gegner, die uns natürlich gefährlich wären. Asashi, Akatsuki und das U-Boot. So, mit den Punkten müssen wir jetzt haushalten. Das wird auf jeden Fall hier eine Bärenaufgabe, diese Runde hier noch zu gewinnen. Bismarck geht hier zum Glück raus. Den kommt mal ein bisschen hier natürlich runter. Farm durch unseren Brand, den wir noch drauf gesetzt hatten. So, jetzt müssen wir uns auf die großen Pötte konzentrieren und ein paar Torpedos da reinjagen. Da vorne gibt es einen Smoke. Erstmal holen wir uns hier den Cap. Und dann müssen wir natürlich jetzt sehr viel mit der Minimap auch arbeiten, um zu gucken, wo sind die gegnerischen Zerstörer, wo ist das U-Boot gewesen, um da nicht von denen aufgedeckt zu werden. Aber Lenin, das ist auf jeden Fall erstmal ein lukratives Ziel. Mal gucken, wo der jetzt hinfährt. Torpedos vielleicht noch nicht zu früh abwerfen. Erstmal den Cap erobern. Ja, jetzt muss er auf jeden Fall reinziehen. Er hat auf jeden Fall die Insel hier neben sich. Also können wir hier drauf spekulieren, wo er jetzt vielleicht lang fährt. Ihr seht schon, er dreht noch weiter ab. Also gilt es noch kurz abzuwarten, bis er vielleicht eine feste Position hier eingenommen hat. Algerie schießt die St. Louis raus. Sehr gut. So, jetzt müssen wir selber ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht gleich beachen. Aber jetzt denke ich, man hat da eine Position, wo unsere Torpedos abwerfen können. Ihr seht schon, ich werfe sie ein bisschen versetzt ab, in der Hoffnung, dass er zumindest da ein oder zwei vielleicht mitnimmt. So, mal gucken, was hier beim nächsten Cap geht. Der scheint hier relativ isoliert zu sein. Dementsprechend können wir uns da gleich reintrauen. Und die Linien da vorne hat er sich, glaube ich, gerade sogar gebeacht. Das wäre natürlich super unglücklich für unsere Torpedos. Zumindest sieht schiffsmäßig erstmal gar nicht mehr so verkehrt hier geradeaus. Eine 5 gegen 5 Situation. Gucken wir uns mal die Torpedos an. Nein, da wird die Linie nicht reinfahren, aber da lag natürlich noch eine Smoke. Vielleicht haben wir ja da Glück, dass wir da irgendwas treffen. Da haben wir gar nicht drauf spekuliert, aber mal sehen. Wir wollen uns natürlich jetzt, oder wir müssen uns jetzt natürlich aus allen Gefahrensituationen hier raushalten. Ja, ein Gun-Duell, das würden wir hier definitiv verlieren, egal gegen welches Schiff jetzt quasi. Und natürlich auch das U-Boot, was uns hier aufdecken könnte. Wäre natürlich jetzt der Super-GAU. Dementsprechend drehen wir ja gleich wieder ab. Und schauen uns da vorne mal an, da ist ein Edinburgh und die Lenin zusammen noch in der Division unterwegs. Was natürlich nicht wirklich besser hier für uns. Aber ein bisschen was riskieren müssen wir auf jeden Fall immer.
No risk, no fun. Ein bisschen Spaß muss natürlich immer sein. Versuchen natürlich das Risiko gewiss zu kalkulieren. Den Cap nehmen wir ein. Das sieht natürlich auch der Gegner, dass hier irgendwo ein Zerstörer jetzt hier unterwegs ist. Und da gibt es nicht mehr so viel auf unserer Seite. Dementsprechend wissen sie ganz genau, wo ich natürlich jetzt hier bin. Edinburgh nimmt die Veneto raus. So, an die Linie, da kommen wir nicht ran, aber an die Edinburgh kommen wir ran. Da müssen wir erstmal gleich gucken, was ist sein Plan jetzt. Will er auf den Cap hier zufahren? Sieht erstmal so aus, genau. Also können wir erstmal Torpedos in seine Richtung abwerfen. Den anderen Werfer, den halten wir uns jetzt vielleicht gleich mal bereit. Ah, ihr seht schon, die Edinburgh dreht noch weiter ab. Den werden wir hier nicht treffen, der beschleunigt hier raus. Oder bremst jetzt wieder ab. Ah, okay. Das macht die Situation auf jeden Fall doch wieder gefährlich. Und wir haben noch einen anderen Werfer. Da könnten wir da vielleicht gleich die Linien überraschen. Und jetzt sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Mal sehen, ob er unsere Torpedos jetzt hier kommen sieht. Aber jetzt beschleunigt er wieder raus. Dreht hier ab. Und die Torpedos werden ihr Ziel hier nicht treffen. Also konzentrieren wir uns hier wieder auf die Linien. Caps haben wir jetzt 3 Stück. Der Gegner hat nur einen Cap. Smoked sich da jetzt ein. Ja, vielleicht rechnet er nicht mit unseren Torpedos. Mal sehen. Rollen tun sie ja noch ein bisschen. Und jetzt geht's auf die Lenin. Die ist im Duell mit der Bismarck. Und da hinten, da kommt ein Gegner, gegen den wir uns hier nicht anlegen wollen. Und zwar die Asashio ist momentan noch genug entfernt. Also Abstand aufbauen, da haben wir keinen Bock drauf. Die gunnt uns hier mit unseren 842 Trefferpunkten definitiv raus. Auch wenn die Guns nicht wirklich brauchbar sind. So, da gab es eine kleine Rammaktion. Lenin gegen Bismarck. Soll uns hier nur recht sein, aber ihr seht schon da oben, nur noch 2 Schiffe auf unserer Seite und 4 Schiffe auf der anderen Seite. Wir führen hier mit den Caps, aber das ist hier eine blöde Situation. Und da ist die Akatsuki auch low HP und den müssen wir jetzt hier rausgunnen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf und versuchen den hier zuerst zu treffen. Vielleicht schießt er nicht auf uns, den treffen wir. Genau, das ist auch perfekte Situation. Rausgeschossen. Eine Granate hat getroffen. Das war die Glücksgranate hier gewesen und wir sind trotzdem wieder zu. So, schauen wir uns mal die Situation an. Also ich quasi am Nahtod hier dran, Andalusia als Kreuz, auch nur noch die Hälfte der Trefferpunkte auf der Uhr. Und auf der anderen Seite in Edinburgh, die weiß, was sie tut. Na, Asashio als Zerstörer und das U-Boot. Und das könnte natürlich das Zünglein an der Waage werden. Ja, spotting-technisch ist das U-Boot natürlich hier ganz weit vorne. Wir fahren hier rum, weil wir ja wussten, wo die letzte Position der Edinburgh war. Die sitzt da wahrscheinlich noch irgendwo drin im Nebel. Aufpassen müssen wir natürlich immer, dass die uns nicht hier irgendwie überrascht. Und so, die hält jetzt genau den Kurs auf uns zu. Und dann müssen wir natürlich ganz schnell abdrehen. Wir müssen hier auf jeden Fall hier weg. Der darf nicht zu nah uns drankommen und uns vielleicht noch spotten. Erstmal Torpedos in seine Richtung geschmissen, in der Hoffnung, dass er da irgendwie einen mitnimmt. Der hat natürlich noch sehr viele Trefferpunkte. Ist hier nahezu Full HP. Wenn wir kurz aufgehen und der einmal schießt, dann sind wir hier quasi instant tot. So. Nochmal die nächste Salve auf der anderen Seite, einmal rumgedreht, in seine Richtung geworfen, in der Hoffnung, dass er da irgendwie noch Pilo mitnimmt. Ihr seht schon, viel Schaden haben wir hier nicht gerade gemacht, aber wir haben Caps erobert und dieser Torpedo trifft und der hat mal richtig Schaden gemacht. Habt ihr mal gesehen, wenn der Torpedo dann trifft innerhalb von einer kurzen Reichweite, dann waren es hier über 22.000 gewesen. Und wenn natürlich noch einer treffen würde, aber die gehen da an ihn vorbei, dann wäre es das gewesen für die Edinburgh. So, jetzt weiß er natürlich, wo wir hier sind. Wir machen uns aus dem Staub und die Andalusia muss dann auch irgendwas machen. Da ist das U-Boot gerade offen. Der versucht mich gerade B-Cap zu erobern. Und natürlich hat sie auch noch die Aufgabe gegen ihr Sascho. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und wünsche ihm viel Glück. Und auch hier sei mal ein Dank ausgerichtet an unsere Kanalmitglieder. Ich blende die mal hier gerade ein. Vielen Dank für euren Support. So, und jetzt wird es prekär gegen die Edinburgh. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir genau sehen, wo er ist. Er weiß natürlich nicht, wo wir sind. Und dann geht es nochmal ab. Nächste Salve Torpedos reingeschmissen. Dank fast voll ausgereizten Adrenalinrausch sind unsere Torpedos jetzt natürlich weitaus schneller hier nachgeladen. 1 Minute 14 dauert es jetzt nur noch so. Und da sind wir jetzt gerade offen. Von was wurden wir hier aufgedeckt? Wir sind hier offen. So, da kommen natürlich Granaten. Wir können drauf schießen, weil wir waren hier offen gewesen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwas hier treffen. Und da trifft doch ein Torpedo. Genauso ist er auch. Und da konnten wir die Edinburgh hier versenken. Und in der gleichen Zeit versenken wir die Asashio. Die Asashio hat uns aufgedeckt und der Torpedo hat die Asashio auch noch getroffen. Somit konnten wir hier 2 Schiffe
ja, innerhalb von kurzer Zeit hier rausnehmen und die Andalusia kann ja das U-Boot versenken und somit die Runde noch für uns innerhalb der letzten Sekunden hier gewinnen und drehen. Ich denke mal, damit hat der Gegner nicht gerechnet, damit haben wir nicht gerechnet, aber Sieg für uns. Ja, manchmal muss man nicht viel Schaden machen, manchmal muss man nur an der richtigen Stelle sein oder mit seinen Trefferpunkten haushalten. Hier für euch die Screenshots. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, und wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne nochmal Support, Daumen da lassen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Toxic, euer Sequads-Team.